Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Serie Lehren aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bis wir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst kommen, dauert es noch ein bisschen. Wir waren bisher angekommen bei Hajar und ihrem Sohn Ismail, die Quelle Semsam entdeckt haben an der Stelle, wo heute die Stadt Mekka ist. Nur, wie ist es zur Gründung von Mekka gekommen? Mekka hat tatsächlich in Jemen angefangen. Das Land Jemen hatte mehrere Epochen in seiner Geschichte, wo es zu Reichtum gekommen war. Und eine von diesen Epochen war in der Zeit von Ibrahim oder auch davor. Und da hatte Jemen einen Staudamm errichtet. Das heißt sogar, dass sie die Ersten waren, die auf diese Idee gekommen waren, einen Staudamm zu errichten. Und das hat der Bevölkerung von Jemen die Möglichkeit gegeben, das Land zu bewässern. Man war jetzt nicht mehr abhängig vom Regen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute im Laufe der Zeit arrogant wurden. Wofür brauchen wir jetzt noch Gott? Ich meine, vorher in der Wüste, wenn du jeden Tag darauf hoffst, dass es regnet, dann spürst du diese Abhängigkeit von etwas Höherem. Aber sobald das weg ist, denkt der Mensch irgendwann, wofür brauche ich noch einen Gott? Es gibt ja auch dieses schöne deutsche Sprichwort, Not schafft Betende. Not heißt irgendeine Katastrophe, von der du nicht weißt, wie du sie bewältigen kannst. Ein Flugzeug, das abstürzt, eine schlimme Katastrophe, etwas in diese Richtung. Dann findet der Mensch urplötzlich seinen Weg zurück zu Gott. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann glaubt er immer, er braucht Gott nicht. Und das passiert auch manchmal mit ganzen Zivilisationen. Solange sie diese Abhängigkeit haben von etwas Höherem, solange sie das spüren jeden Tag, solange wissen sie, es gibt noch etwas darüber hinaus. Aber wenn das weg ist, dann bilden sie sich plötzlich ein, wofür brauchen wir ihn überhaupt noch? Und so ist es geschehen mit der Bevölkerung von Jemen. Sie hatten ihren Staudamm, sie konnten das Land bewässern, sie waren nicht mehr auf Regen angewiesen, sie mussten nicht mehr jeden Tag hoffen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde ihnen Versorgung zukommen lässt. Also, wofür brauchen wir ihn? Und das hat die Leute arrogant gemacht. Und das hat ebenso dazu geführt, dass Allah ihnen diese Lebensgrundlage entzogen hat. Das darf der Mensch niemals glauben. Egal wie gut es ihm geht, er bewegt sich immer innerhalb einer Abhängigkeit von Allah. Und egal wie die Lebensumstände sind, daran ändert sich niemals etwas. Und manchmal denke ich, dass eine der Weisheiten hinter Naturkatastrophen vielleicht diejenige ist, um den Menschen daran zu erinnern, dass es eine Form von Unabhängigkeit niemals geben kann. Das existiert in dieser Welt nicht. Als Allah diesen Damm zerstört hat, diese Begebenheit findet man sogar erwähnt im Koran, zogen die Stämme aus Jemen über die arabische Halbinsel nach Norden. Und einer von diesen Stämmen war ein Stamm namens Jurhum. Jurhum war ein Stamm, der ursprünglich aus Jemen stammte. Und er bewegt sich im nördlichen Teil der arabischen Halbinsel. Und eines Tages kommt dieser Stamm, der es gewohnt war, durch die Wüste zu ziehen, an einer Stelle vorbei, wo man in der Entfernung Vögel sehen konnte. Und Vögel sind immer ein Hinweis auf Leben. Es muss dort eine Wasserquelle geben, eine Oase, Palmen, irgendetwas in diese Richtung. Denn Vögel kreisen über einer Stelle nicht einfach so. Aber die Stelle, wo die Vögel kreisten, war bekannt. Man wusste, dass es dort eigentlich überhaupt nichts gibt. Da ist nur Wüste. Zwei Hügel und Wüste. Das hat sie neugierig gemacht und sie gehen hin. Und als sie dorthin gehen, zu der Stelle, wo die Vögel kreisten, finden sie Hajar mit ihrem Sohn Ismail, bei der Quelle Semsem. Und wir erinnern uns an den Dua von Ibrahim. Er hat Dua gemacht, O Allah, mach die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt. Als er ging und seine Familie verlassen hat, hat er diesen Dua gemacht, O Allah, mach die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Der Stamm Jurhum kommt dorthin, sie sehen Hajar, und sie stellen ihr eine seltsame Frage. Sie fragen sie um Erlaubnis, können wir uns hier niederlassen? Man denkt sich, hä? Jurhum, das war ein Stamm von Kriegern. Das waren nicht zwei, drei Leute, und selbst wenn es nur zwei oder drei gewesen wären, das hätte ja ausgereicht. Aber man merkt, es steckt da etwas in diesem Dua. Sie kommen durch die Wüste und sehen eine fremde Frau, und sie können sich ganz einfach diese Wasserstelle aneignen, aber das tun sie nicht. Etwas hat ihre Herzen, obwohl es Krieger waren, etwas hat dafür gesorgt, dass ihre Herzen dieser Frau
zugeneigt sind und Sie bitten höflich um Erlaubnis, können wir uns hier niederlassen? Und vielleicht noch seltsamer ist die Antwort von Hajar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie hatte den Wunsch im Herzen, dass sie bleiben. Allein in der Wüste, das hält man auf Dauer nicht aus. Sie hatte den Wunsch im Herzen, dass diese Männer bleiben. Aber sie sagt nicht sofort, ja klar, wunderbar, ich bin froh, dass ihr hier seid, sondern sie versucht noch zu handeln. Sie entgegnet dem Stamm, ja, könnt ihr machen, unter einer Bedingung. Das Wasser hier gehört mir. Nicht, dass sie das nicht mit denen teilen würde, so nicht, aber es ist quasi ihr Besitz. Es steht unter ihrer Verwaltung. Und die Leute von Jurhum haben gesagt, okay, einverstanden. Und so haben sie sich niedergelassen und die Stadt Mekka nahm ihren Beginn. Manchmal, wenn ich diese Geschichten lese, frage ich mich, was war das für eine Frau? Was war das für eine Frau? Sie sieht diesen Stamm von Kriegern und sie hat irgendwie keine Angst. Sie hat keine Angst. Ich denke, manchmal spürt man diesen Dua von Ibrahim. Wusste sie, dass die Herzen weich werden ihr gegenüber? Ich weiß es nicht. Aber zumindest ist es ein Zeichen für die Freiheit, die einem diese Religion gibt. Unabhängigkeit. Denn man merkt an ihrer Verhandlung mit diesem Stamm, dass sie nicht das Gefühl hatte, sie ist von diesem Stamm abhängig. Sie ist ja immer noch alleine in der Wüste mit ihrem Sohn. Und Quelle Semsem hin oder her, das alleine ist ja keine Lösung für die Zukunft. Sie müsste ja irgendwann jagen gehen oder was auch immer. Aber ganz alleine kann sie ja so nicht bleiben. Trotz allem hatte sie nicht das Gefühl, in dem Moment, wo dieser Stamm auftaucht, wow, das ist die Rettung und ich muss alles tun, damit diese Leute hier bleiben. Nein, sie war selbstbewusst. Aber woher hat sie dieses Selbstbewusstsein genommen? Weil sie wusste, ihre Rettung hat nichts mit diesem Stamm zu tun. Gar nichts. Auf diese Leute war sie niemals angewiesen. Das wusste sie in ihrem Herzen. Das ist tatsächlich Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, dass du alles hast. Freiheit bedeutet, dass du nicht glaubst in deinem Herzen, dass du auf die Dinge um dich herum angewiesen bist. Und das ist eine Freiheit, die findet man nur im Islam. Das ist etwas, das findet man nur im Islam. Das sorgt dafür, dass eine Frau in der Wüste in der Lage ist, mit einem Stamm von Kriegern zu verhandeln und ihnen ihre Bedingungen zu diktieren. Sie hatte keine Angst. Sie hatte keine Angst. Sie wusste, Allah lässt sie nicht alleine. Allah hat sie nicht alleine gelassen, wo sie alleine war mit ihrem Sohn Ismail und auch jetzt nicht mit diesem Stamm. Vielleicht war auch die Situation mit Ismail und der Quelle Semsem eine Lehre für sie, dass sie das gesehen hat. Allah lässt sie wirklich nicht alleine. Trotz allem hatte sie diesen Wunsch im Herzen, dass Menschen sich niederlassen. Einsamkeit ist eine Sache, die einen Menschen auf Dauer töten kann. Aber trotz allem hat sie sich geschäftlich klug verhandelt. Im Geschäft weiß man, man zeigt seine Bedürftigkeit und Notwendigkeit nicht unbedingt gegenüber dem anderen. Man zeigt nicht, wie sehr man sich im Herzen wünscht, dass der andere auf den Deal eingeht. Man versucht cool zu bleiben, das hat sie tatsächlich auch gemacht. Aber es heißt auch, ein Muslim zeigt sich nicht schwach und bedürftig. Das passt nicht zu uns. Der Muslim zeigt sich nicht schwach und bedürftig. Und das ist etwas, was Eindruck macht auf andere. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum die Leute gesagt haben, okay, diese Frau, sie tritt so selbstbewusst uns gegenüber auf, irgendetwas muss dahinter stecken. Wir kennen das von wilden Tieren, dass sie dich erst recht dann angreifen, wenn sie sehen, dass du Angst hast. Ich habe mal gelesen, wie man den Angriff von einem Tiger überlebt. Und da steht immer als erstes, das Schlimmste, was man machen kann, ist weglaufen. Der Tiger ist sowieso schneller als du. Also du hast keine Chance, dass du ihm entkommst. Und er sieht, dass du Angst hast. Und das spornt ihn erst recht an. Wenn du überleben willst, so heißt es immer, mach dich groß. Zeig dich so. Mach Geräusche, die ihm komisch vorkommen. Damit er Angst bekommt, das ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Und es passt nicht zu einem Muslim, dass er sich so klein und mittellos zeigt, selbst wenn er bedürftig ist, selbst dann nicht. Der Muslim sollte sich angewöhnen, selbstbewusst aufzutreten. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun. Selbstbewusst heißt nicht Arroganz.
Selbstbewusstsein bedeutet, dass man sich seiner eigenen Stärke bewusst ist. Und die Stärke beziehen wir nicht einfach aus unseren Mitteln. Wenn Hajar auf ihre Mittel geschaut hätte, sie hätte niemals selbstbewusst sein können, sie hatte nichts. Sie war alleine in der Wüste mit ihrem Sohn. Aber die Stärke bekommen wir dadurch, dass wir wissen, Allah lässt uns nicht alleine. Und das wusste Hajar. Das ist das, was Hajar wusste. Und man sieht auch, Stärke hat nichts zu tun mit Mann oder Frau. In einem gewissen Bereich natürlich, was körperliche Stärke betrifft, ohne jeden Zweifel. Aber diese Stärke, die einem der Iman verleiht, das gilt für beide. Das gilt für Mann wie für eine Frau. Und auch eine Frau kann Stärke und Selbstbewusstsein alleine daraus beziehen. Jurhum lässt sich nieder in der Gegend von Makkah. Und Ismail wächst auf. In der Obhut von diesem Stamm. Und später heiratet er eine Frau von diesem Stamm Jurhum. Und so ist die arabische Sprache nach Makkah gelangt. Arabisch war nicht die Sprache von Ismail und der Familie von Ibrahim. Ibrahim stammt ursprünglich aus Irak. Damals hieß es Babel. Und da hat man kein Arabisch gesprochen. Heute spricht man das dort. Aufgrund der Ausdehnung des Islams. Aber zu der damaligen Zeit hat man dort kein Arabisch gesprochen. Arabisch stammt ursprünglich aus dem Jemen. Und dieser jemenitische Stamm, der sich dort niedergelassen hat, der hat quasi die arabische Sprache mitgebracht. Und durch diesen Stamm ist Mekka dann auch arabisch geworden. Und ich finde es immer interessant, wenn man rückblickend die Geschichte betrachtet, mit den Dingen, die wir heute wissen, mit vielen Weisheiten, die wir erkannt haben. Heute können wir Weisheiten aufzählen, warum der Koran in arabischer Sprache verfasst wurde. Aber wie ist die arabische Sprache überhaupt dorthin gekommen? Über einen Stamm aus Jemen, über ein historisches Ereignis in Jemen, über die Quelle Semsem, über Ibrahim, der seine Frau dort niedergelassen hat. Das wissen wir alles heute. Aber die Leute damals haben das nie so gesehen. Für Hajar war Semsem einfach nur die Rettung aus höchster Not. Jetzt, aktuell. Was später daraus werden würde, das konnte sie gar nicht wissen. Jemen, die Geschichte von Jemen, die Errichtung von diesem Staudamm, die Zerstörung, was dazu führt, dass die Stämme die arabische Halbinsel bevölkern, dass die arabische Sprache dadurch nach Mekka kommt. Das wusste man alles damals nicht. Heute sehen wir das. Heute betrachten wir tausende von Jahren von Geschichte und wir sehen, wie die Zahnräder ineinander übergreifen. Das finde ich so interessant an Geschichte, auch wenn Geschichte manchmal trocken ist. Wir betrachten das auch durch eine andere Brille. Heute geht man dazu über im Bereich der Geschichtswissenschaft, dass man nur die natürlichen Ursachen betrachtet. Wenn irgendwo etwas passiert auf der Welt, dann geht es immer nur darum, was waren die sozialen Umstände, die kulturellen Umstände, die wirtschaftlichen Umstände, die militärischen Umstände. Und das alleine ist dafür verantwortlich. Wenn ein heutiger Historiker diese Ereignisse in Jemen betrachten würde, dass der Staudamm dort gebrochen ist, dann würde er einfach sagen, okay, das war eine Fehlkonstruktion. Damals waren wir noch nicht so gut gebildet in Architektur und das hat am Ende dazu geführt. Er wird niemals das Ganze so betrachten, dass eine höhere Macht hier die Weichen für ein neues Zeitalter in der Geschichte gestellt hat. Aber wir betrachten das so. Tatsächlich haben die Menschen das immer gemacht. Die meiste Zeit in ihrer Geschichte haben sie Geschichte selber so betrachtet, wie als wenn eine höhere Macht die Fäden zieht. So drückt man es im Deutschen aus. Klar gibt es Ursachen an der Oberfläche, die man sehen kann. Aber hinter diesen Ursachen gibt es noch etwas mehr. Das ist eine höhere Macht, die die Geschicke der Menschheit lenkt. Das finde ich so interessant, wenn man das heute rückblickend betrachtet. Und ich denke, in 1000 Jahren werden vielleicht auch die Leute auf unsere Situation hier in Deutschland schauen. Und sie werden eine Weisheit dahinter sehen, warum war das so? Warum war die Geschichte des Islams in Deutschland gerade so gestaltet? Warum sind hier zum größten Teil Türken hingekommen und keine Araber oder keine Asiaten? Warum war das so? Heute ist das vielleicht schwer zu erfassen. Heute sehen wir das und wir leben ja in dieser Zeit. Aber später wird man vielleicht sehen, ah, das war der Grund. Das war die Weisheit dahinter, warum sich das Ganze so abgespielt hat in der heutigen Zeit in Deutschland. Jetzt kann man das nie sehen. Genau wie sie das damals nicht erkennen konnten. Aber alleine aufgrund dessen, dass wir heute in die Geschichte zurückschauen und diese Weisheiten sehen, allein das sollte für uns ein Zeichen sein, dass das in 1000 Jahren vielleicht genauso mit unserer Zeit hier sein wird. Hajar zieht ihren Sohn Ismail in Mekka auf. Und die politische Führung von Mekka lag in der Hand von diesem Stamm Jurhum.
Jodhoma waren quasi die politischen Repräsentanten. Und die religiöse Führung, die war immer in der Hand von Ismail und seinen Nachfahren. Das war quasi die Aufteilung, könnte man sagen. Jodhoma waren die Politiker, die Vertretung nach außen hin. Und die religiöse Führung lag in der Hand von Ismail. Und später kommt Ibrahim zurück und besucht seine Familie. Seine Frau Hajar und den Sohn Ismail. Ismail war schon größer geworden. Und das ist die Zeit, wo Ibrahim mit seinem Sohn die Kaaba errichtet. Wir finden die Begebenheit in Surat al-Baqarah, wo Allah SWT erwähnt, وَإِذَا يَرَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ. Und als Ibrahim mit Ismail die Grundmauern des Hauses errichtete. Die Grundmauern des Hauses, des Gebetshauses, der Kaaba. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Unser Herr, nimm von uns an, denn wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Das ist der Dua, den Ibrahim spricht, während sie die Kaaba bauen. Unser Herr, nimm von uns an. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Das ist so ein Dua, der hat mich geflasht. Ibrahim ist ein Prophet und sein Sohn ist ein Prophet. Und sie bauen zusammen das erste Gebetshaus für die Menschheit, die Kaaba. Später wird sie die Gebetsrichtung. Der Beginn des Islams, der Hajj auf der arabischen Halbinsel. Das ist einer der besten gottesdienstlichen Taten, die man sich vorstellen kann. Und sie haben Angst, dass Allah es nicht akzeptiert. Sie haben Angst, dass Allah es nicht akzeptiert. Sie machen Dua, Rabbana taqabbal minna. Ich denke heute manchmal, mit welcher Selbstverständlichkeit wir all diese gottesdienstlichen Taten verrichten, ohne überhaupt jemals diese Sorge im Herzen zu haben. Ibrahim baut die Kaaba und er hat Angst, wenn er irgendwann vor Allah steht, wird es vielleicht nicht angenommen. Das ist seine Angst. Deswegen macht er Dua, oh Allah, nimm das für uns an. Und wir haben so viele gottesdienstliche Taten und bei uns ist das immer so selbstverständlich, oder? Haben wir jemals auch nur einmal einen Dua gesprochen? Oh Allah, dieses Gebet, was ich gerade verrichtet habe, ich weiß nicht, vielleicht war das nicht so in Ordnung. Bitte nimm das von uns an. Ist das tatsächlich eine Sorge, die uns beschäftigt? Das flasht mich so an diesem Dua. Rabbana taqabbal minna, während er die Kaaba baut. Während er die Kaaba baut. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Der Dua von Ibrahim geht weiter. Unser Herr, mach uns dir ergeben, mach uns Muslime und aus unserer Nachkommenschaft eine Gemeinde, die dir ergeben ist. Muslime. Und zeige uns, wie wir dich anbeten sollen und wende uns deine Gnade wieder zu. Denn wahrlich, du bist der Gnädigste, wieder Zuwendende, der Barmherzige. Du bist derjenige, der sich den Menschen zuwendet. Das ist immer noch, während sie die Kaaba bauen. Es ist, während sie die Kaaba bauen, wo er das Gefühl hat, er ist darauf angewiesen, dass Allah sich ihm wieder zuwendet. In einem solchen Moment. Und er selber ist ein Prophet und er baut die Kaaba mit einem Propheten. Und er macht diesen Dua, O Allah, mach uns zu Muslimen. Er ist ein Prophet. Er ist ein Prophet, Allah offenbart ihm und er macht diesen Dua, mach uns zu Muslimen und meine Nachkommen, nicht nur mich selbst, meine Familie, meine Nachkommen. Und er macht Dua, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, zeige uns deine Rituale, würde man sagen, wie wir dich anbeten. Das ist etwas, was nur von Allah kommen kann. Wir können uns nicht unsere eigenen Rituale ausdenken. Deswegen das, was manchmal so einige Religionen hervorbringen, sowas Spirituelles, ein Tanz, der dich in Trance versetzt oder was auch immer. Das ist das, was die Menschen sich ausdenken, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Das ist eine Sache, seit Anbeginn der Menschheit kann sie nur Allah bestimmen und niemand sonst. Und das steckt in diesem Dua. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Zeige uns, wie wir dich anbeten sollen. رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. Unser Herr, unterwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Worte verliest. Wer ist das? Und wer ist das? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Und er lehrt sie das Buch und die Weisheit und er reinigt sie. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Du bist wahrlich der Allmächtige, der Allweise.
Die Erfüllung von dem Dua kommt eine ganze Zeit später mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist die direkte Erfüllung von diesem Dua. Aber was ich so schön finde, ist die Sorge von Ibrahim. Die Sorge von Ibrahim um sich selbst, seine Nachkommen, Generationen später. Er wusste, das ist keine Garantie. Nur weil er selber ein Prophet ist und weil er Nachfahren hat, bedeutet das nicht, dass sie seiner Religion nachfolgen. Und das ist das, was ihn beschäftigt. Die Leute, die später kommen. Und das sollte auch unsere Sorge sein. Genauso wie Ibrahim. Und nicht einmal nur unsere eigenen Kinder. Vielleicht schaffen wir es in der heutigen Zeit, unsere Kinder religiös zu erziehen, dass sie beten und fasten und zur Moschee kommen. Aber das reicht gar nicht. Ibrahim hat die Sorge um Generationen, die danach kommen. Es sollte nicht unser Ziel sein, dass unsere Kinder einfach nur Muslime werden. Es sollte unser Ziel sein, dass unsere Kinder Muslime werden, die Wert darauf legen, dass ihre Kinder auch Muslime werden. Und dass unsere Kinder Wert darauf legen, dass ihre Kinder auch Wert darauf legen, dass deren Kinder Muslime werden. Nicht einfach nur, dass sie selber praktizieren, sondern dass sie diesen Wunsch im Herzen verspüren oder diese Notwendigkeit, das auch an zukünftige Generationen weiterzugeben. Es ist nicht einfach nur damit getan, dass unsere Kinder zur Moschee kommen. Es soll mehr daraus werden. Es sollen Leuchttürme, Fackeln werden, die diese Religion weitertragen. Das ist, was in diesem Ausdruck von, in diesem Dua von Ibrahim zum Ausdruck kommt. Ibrahim baut zusammen mit seinem Sohn Ismail die Kaaba. Und obwohl die Kaaba mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde, haben wir noch einen Überrest aus der damaligen Zeit, aus der Zeit von Ibrahim. Und zwar ist das so ein Felsbrocken. Den findet man heute noch. In der heiligen Moschee etwas von der Kaaba-Tür entfernt. Und auf diesem Felsbrocken findet man Fußabdrücke. Es sind die Fußabdrücke von Ibrahim. Ibrahim hat damals diesen Stein als Baugerüst benutzt, kann man sagen. Um die obere Reihe von Steinen bei der Kaaba zu legen, hat er diesen Stein zur Hilfe genommen. Hat sich draufgestellt, Steine oben platziert und von der Zeit noch sieht man heute die Fußabdrücke. Und Allah befiehlt uns sogar im Koran, diesen Stein als Gebetsplatz zu nehmen. Und das machen wir auch während der Hajj und während der Umrah. Das ist der Ort, wo es empfohlen wird, 2 Rakat zu beten. Heute ist es meistens so voll, dass man es nicht genau an diesem Ort schafft, aber es ist grundsätzlich empfohlen. Und ich denke manchmal, wow, was für eine Ehre für einen Stein. Das ist einfach irgendeine Felsbrocken. Damals lag der in der Wüste rum, Ibrahim hat ihn genommen und als Baugerüst benutzt. Und heute wird er im Koran erwähnt und Allah befiehlt uns, an diesem Ort zu beten. Einfach nur, weil dieser Stein, dieser Felsbrocken für Allah benutzt wurde. Dieser Felsbrocken würde für Allah benutzt. Jetzt hast du vielleicht eine Vorstellung davon, welche Ehre dir damit zuteil wird, wenn du, der du nicht einfach ein Felsbrocken bist, sondern ein Mensch, Allahs edelste Schöpfung, wenn du dein Leben für Allah benutzt. Das ist die Lehre aus diesem einfachen Stein. Einfach ein Stein in der Wüste. Aber was ist daraus geworden? Einfach nur durch die Art und Weise, wie er benutzt wurde. Und seit der damaligen Zeit, seit Ismail, gibt es in der arabischen Halbinsel die Hajj, die Pilgerfahrt. Die war auch unter den Arabern bekannt. Nicht nur unter den Arabern, man kann sagen, unter allen Bewohnern der arabischen Halbinsel, ja, selbst unter den Propheten. Wir finden sogar einen Hinweis darauf im Koran. Im Koran wird die Geschichte erwähnt, wie Musa seine Frau kennengelernt hat. Musa ist ja in Ägypten aufgewachsen und als er etwas älter war, hat er dort versehentlich und unabsichtlich jemanden getötet. Und das hat dafür gesorgt, dass er fliehen musste. Und er floh aus Ägypten Richtung Jemen. Und in Jemen kam er an eine Wasserstelle und da waren 2 junge Frauen, die auch ihre Tiere tränken wollten. Sie konnten das allerdings nicht, weil die Wasserstelle von Hirten und von starken Männern belagert war und die haben sie quasi nicht dazwischen gelassen. Und er hat diesen beiden Frauen geholfen, ihre Tiere zu tränken. Die beiden Frauen kamen nach Hause und berichteten ihrem Vater davon. Und sie haben ihn vorgeschlagen, Musa einzustellen. Und als Musa zu diesem Vater kommt, dann macht er ihm einen interessanten Vorschlag. Er möchte ihn ja einstellen als Schafhirte oder jemand, der auf die Tiere aufpasst. Und er macht ihm folgendes Angebot. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَ بَنَتَيَّ
هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. Und er sagte, also der Vater, ich will dir eine von diesen beiden Töchtern zur Frau geben, unter der Bedingung, dass du dich mir auf 8 Jahre zum Dienst verpflichtest. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. Und wenn du 10 Jahre voll machen willst, so liegt das ganz bei dir. Mach dir mal so dieses Angebot. Du kannst eine von meinen Töchtern heiraten, wenn du 8 Jahre für mich arbeitest. Du kannst allerdings auch 10 Jahre arbeiten, wenn du möchtest. Aber Minimum ist 8. Und das Interessante ist, wie er die Jahre hier ausdrückt. Und zwar in Pilgerfahrten. Wenn man das wörtlich übersetzen würde, dann hieße es, er hat ihm gesagt, du kannst für mich 8 Pilgerfahrten arbeiten. 8 Pilgerfahrten gleich 8 Jahre. Das ist deswegen, weil die Pilgerfahrt einmal im Jahr ist. Und das war der Schwiegervater von Musa. Das heißt, zur damaligen Zeit hat man selbst dort unten im Jemen oder allgemein bekannt, die Jahre in Pilgerfahrten angegeben, was bedeutet, die Pilgerfahrt selber war auch schon bekannt. Sie war auch deswegen dem Propheten Musa bekannt. Und nebenbei, Musas Frau war eine Jemenitin oder anders gesagt, eine Araberin. Ich finde das interessant vor dem heutigen politischen Kontext. Pilgerfahrten waren damals bekannt, seit der Zeit von Ismail. Ibrahim und Ismail haben die Kaaba errichtet. Und wie wir sagten, die politische Führung von Makka war in der Hand von Jurhum und die religiöse Autorität lag in der Hand von Ismail und seinen Nachfahren. Und das ging auch lange, lange gut. Der Stamm von Jurhum hatte die Führung von Makka ca. 2000 Jahre inne. Die religiöse Autorität bei Ismail und seinen Nachfahren war immer. Das war unbestritten. Aber die politische Führung von Jurhum nahm nach 2000 Jahren ein jähes Ende. Und zwar, weil sie auch anfingen, tyrannisch zu werden. Das ist die eine Sache, die eine Herrschaft zugrunde richtet. Tyrannei. Und das ist heute auch noch so. Das ist ein Gesetz Allahs seit am Beginn der Menschheit. Seit am Beginn der Menschheit. Allah gibt einem Volk Macht und Autorität, solange sie sich gerecht verhalten. Und wenn sie anfangen, tyrannisch zu werden, dann leitet er ihren Untergang ein. Nicht unbedingt sofort, er gibt ihnen eine gewisse Zeit, um sich zu besinnen. Und das sorgt manchmal dafür, dass man denkt, oh, was ist das denn? Schaut da vielleicht doch niemand zu? Nein, nein. Er sieht das sehr genau. Er sieht das sehr genau. Und das sorgt am Ende für den Untergang eines ganzen Volkes. Es ist die Tyrannei. Nicht die wirtschaftliche Schwäche, nicht die politische Schwäche, nicht die kulturelle Schwäche. Das ist der eine Grund, der garantiert dafür sorgt. Die anderen Faktoren können dazu beitragen, aber das ist die eine Sache, wo Allah das selbst in die Hand nimmt und er wird den Untergang einer Herrschaft einleiten. Tyrannei entsteht aber nicht von heute auf morgen. Das geschah hier im Laufe von 2000 Jahren. Das schleicht sich langsam ein. Sehr langsam. Am Anfang kann ich mir vorstellen, kamen sie vielleicht gut miteinander klar. Ismail hat eine Frau aus dem Stamm von Jurhum geheiratet und alles lief eigentlich ganz gut. Aber irgendwann nimmt man vieles als selbstverständlich. Damals war es auch noch so, dass eine religiöse Autorität der politischen immer gewisse Grenzen gesetzt hat. Man konnte nicht einfach so willkürlich handeln. Es war nicht einfach so, dass damals Religion eine Privatsache war und sie hatte quasi mit der politischen Führung überhaupt nichts zu tun. Das war über weite Teile der menschlichen Geschichte der Fall. Auch früher in Europa war das so, dass ein Herrscher seine Legitimation dadurch bekam, dass der Papst ihn legitimiert hat. Anders ging das nicht. Man brauchte irgendeine Form von religiöser Legitimation. Am Ende auch damit von, ja, man kann sagen, von göttlicher Legitimation. Anders ging das nicht. Woher sollte der Herrscher sonst seine Autorität beziehen? Was hat ihn zu einem rechtmäßigen Herrscher gemacht? Warum soll er höher stehen als der Rest des Volkes? Das war so diese Idee dahinter. Das war auch zur Zeit vom Rom der Fall. Es waren auch Kaiser, die immer eine göttliche Autorität hatten. Der Pharao selber, er war ein Repräsentant Gottes. Das hat man nie so getrennt. Das war etwas, was man nie so trennen konnte. Und wenn die religiöse Autorität in der Hand von Ismail und seinen Nachfahren war, dann hat das immer auch der politischen Autorität gewisse Grenzen gesetzt. Man konnte nicht machen, was man wollte. Deswegen braucht so etwas eine gewisse Zeit.
Und im Laufe von 2000 Jahren hat sich dieser Stamm Jurhum zu einem wahren Tyrannen entwickelt. Und das war der Moment, wo Allah ihnen diese Herrschaft entzogen hat. Auch durch äußere Ereignisse, würde man sagen, die ein Historiker heutzutage einfach so bewerten würde, dass sie der eigentliche Grund war. Aber wir sehen das immer anders. Wir sehen diese Dinge anders. Der Stamm Jurhum wurde aus Makka vertrieben von einem anderen Stamm, was ebenfalls Nachfahren von Ismail waren. Und dieser Stamm hieß Khuza'a. Khuza'a lebte auf der arabischen Halbinsel, aber eben nicht in Mekka. Und nachdem Jurhum ca. 2000 Jahre geherrscht hat, griffen sie Mekka an. Und sie haben Jurhum aus der Stadt selber vertrieben. Bevor Jurhum geht, haben sie nur zwei Dinge getan. Zum einen haben sie den Schatz aus der Kaaba mitgenommen. Und zum anderen, das ist ein bedeutenderes Ereignis, das werden wir auch später noch sehen, haben sie den Brunnen Semsem zugeschüttet. Und zwar so gut zugeschüttet, dass man nicht mehr erkennen konnte, wo er war. Sie schütten Semsem zu und gehen aus der Stadt. Khuza'a, der neue Stamm, übernimmt die Führung, hat aber nun keinen Brunnen mehr. Was nicht bedeutet, dass sie die Gegend sofort verlassen haben, nur das Leben wurde jetzt bedeutend schwerer. Und die Wiederentdeckung von Semsem sollte später in der Geschichte von Makka noch eine bedeutende Rolle spielen. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.